Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis und Hamburger Personenauffangnetze. Momente aus 30 Jahren. Am 30. August 2006 schaltet Dietmar Scholz die Flutlichtanlage im Rudolf-Habich-Stadion zum vorerst letzten Mal ein. Im Landespokalspiel gegen den Bischofswerder FV nehmen knapp 10.000 Fans in Dresden Abschied von den sogenannten Giraffen, die 1969 errichtet wurden und damit knapp 40 Jahre lang das Markenzeichen des Stadions waren. Die Strahlkraft oder die Symbolik der vier Giraffen rührt wirklich von den großen Europapokalschlachten her. Und dort kann man sagen, ja, wie die Motten zum Licht sind auch die Leute hierher geführt worden. Wenn die Dinger angingen unter der Woche, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, wusste man eigentlich, es ist Großkampftag. Von 1969 bis 1990 qualifizierte sich Dynamo insgesamt 19 Mal für den internationalen Wettbewerb. An legendären Europapokalabenden wie beim Gastspiel von Bayern München im November 1973 gab sich die internationale Elite unter den markanten Flutlichtmasten die Ehre. Mit ihren 104 Lampen und über 500 Lux Lichtstärke war die Leistung der Anlage in deutschen Stadien zum damaligen Zeitpunkt beispiellos. Nach der Wiedervereinigung gab es nach dem Belgrad-Spiel jedoch keine Europapokalatmosphäre mehr in Dresden. Das Stadion mitsamt seiner Giraffen war dem Verfall preisgegeben. Für uns hatten oder für mich oder für viele andere hatten die Masten dann irgendwie so ein, naja, verruchtes, dreckiges Image gehabt. Also man hat sie von Weitem gesehen, sie gehörten zum Stadtbild dazu, waren aber eigentlich grau, versifft. Ich kann mich noch an diese roten Morgenpost, Riesenaufkleber, dort dran erinnern. Und Flutlichtspiele, ich sag mal, ob in den 90ern oder dann Ende der 90er oder Anfang der 2000er, hatte auch dieses Flair von, naja, es ist sowohl auf dem Platz was los, aber auch außerhalb des Stadions. Nachdem der Dresdner Stadtrat 2006 den Bau eines neuen Stadions beschlossen hat, wird trotz aller Bemühungen der Fans bald klar, dass die Integration der alten Flutlichtmasten in den Neubau nicht möglich ist. Grund genug für die Ultras Dynamo, an jenem letzten Giraffenabend etwas Besonderes zu planen. Fabian Heide war als Dynamo-Fan dabei, als die aktive Fanszene beim damaligen Geschäftsführer Volkmar Köster an die Tür klopfte, um eine Idee zu präsentieren. Diesmal wurde ganz offen und ehrlich kommuniziert, ja, es sollen direkt über 400 Bengalen werden. Dem fielen die Augen erstmal dort aus seinem Bürostuhl raus, haben wir ihn beruhigt, entspannt dich, wir haben dafür ein super Konzept, das klappt alles. Wir würden auch mal einen Feuerwehrchef hier mit ranholen, dass der das alles sieht und sein Go gibt. Der Plan, hunderte bengalische Fackeln legal im Stadion zu zünden, er wird vor allem aufgrund der guten Zusammenarbeit und dem intakten Vertrauensverhältnis zwischen Fans und Verein genehmigt. Und weil das Spiel unter die Zuständigkeit des Sächsischen Fußballverbandes fällt. Aber natürlich, das wurden wir schon im Vorfeld darauf hingewiesen, die Feuerwehr oder der Brandschutzmeister, die wollen gern nochmal diese Seenotfackeln, diese Stücke sehen. Sind sie zertifiziert? Haben sie ein BAM-Siegel, ein Prüfsiegel von der Materialanstalt? Und natürlich kam dann wie aus dem Nichts eine präparierte Kiste mit 20 Astreihen Komet-Seenotfackeln aus dem Bremerhaven. Die wurde den Leuten gezeigt. Hier Siegel, Haltbarkeit ist noch alles in Schuss. Und die sind jetzt hier überall im ganzen Stadion. Aber wir haben jetzt schon ganz viele verteilt. Das sind jetzt noch die letzten. Jungs, klasse. Genau, das passt alles. Super, da kann heute nichts schiefgehen. Und so sind wir dann noch auseinandergegangen bei der Nummer. Zwei Feuerringe, oben und unten auf den Zuschauertribünen, sollen zu Ehren der Flutlichtmasten nach Spielende im Rudolf-Habich-Stadion erleuchten. Für das Verteilen der Fackeln im Stadion sind dann rund 40 Ultras zuständig. Im K-Block gab es natürlich auch dann böses Blut. Wieso hab ich keins und du hast aber eins? Ich war seit 5 Jahren auswärts, das kann nicht wahr sein. Es kotzt mich hier nur noch an mit euch. Und was dort drüben zu viel war, war woanders zu wenig. Es gab dann halt Geschichten, welcher Block weiß ich nicht mehr. Da war einfach niemand da, ein paar angetrunkene Sufis. Die haben gefragt, was ist denn das? Ja, mein Guter, das ist ein Bengalo. Du ziehst da nur an dem Strick, nicht reingucken, weg vom Körper halten, unten anfassen. Hier. Wir hatten schon 3 Achte im Turm gehabt. Was ist das? Bengalo. Genau, nicht reingucken, ziehen. Und ich dachte nur, um Gottes Willen, wo soll das hier enden? Aber es ging Gott sei Dank an dem Tag wirklich alles glatt.
Mit einem 5:1 Erfolg sorgt das Team von Cheftrainer Peter Packold für ein würdiges sportliches Ergebnis auf dem Platz und zieht in die nächste Runde des Sachsenpokals ein. Kurz nach Schlusspfiff erlöschen die Giraffen zum offiziellen Abschied ein letztes Mal und die große Inszenierung beginnt. Im Mittelkreis standen ein paar Leute von uns, die haben Startsignal gegeben. Das ganze Stadion, der erste Ring, der zweite Ring, war Gänsehautmoment. Dazu hat man noch von irgendeiner Hollywood-Serie ein Musikstück eingespielt. Es ist eine bis dahin deutschlandweit einmalige Aktion und ein emotionaler Abschied der 62 Meter hohen Giraffen, die bis Ende 2008 abgerissen werden. Gleichzeitig wird an diesem verregneten Abend das Ende des alten Rudolf-Habich-Stadion eingeläutet, das symbolisch für Erfolg und Niedergang eines großen Traditionsvereins steht. Und das war dann unser Ausdruck, Danke zu sagen oder Respekt zu zollen. Und 4 Wochen später ist uns dann eigentlich die ganz große Nummer gelungen, als wir es mit vielen Mitgliedern geschafft haben, die wir mitgenommen haben, zusammen den Verein wieder in SG Dynamo Dresden umzubenennen.